So, hallo und herzlich willkommen. Runde 2 Super Mario Maker. Auch gleichzeitig Tag 2, aber noch vor den 24 Stunden. Deswegen haben wir, glaube ich, noch nichts Neues freigeschaltet. Aber ich habe hier mal so ein Custom-Level gebaut. Das ist jetzt hier nichts Besonderes. Nur da habe ich halt versucht, alles zu verbauen, alle Kombinationen, die es so gibt. Einfach, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir neue Sachen bekommen. Heute machen wir aber mal ein bisschen was anderes. Und zwar gehen wir mal auf Spielen, Level aus aller Welt. Und wir schauen uns mal ein paar Baumeister an. Also so ein paar Let's Player-Kollegen oder so aus. Auch aus dem deutschsprachigen Raum. Und dann sagen wir denen mal Bescheid, dass wir deren Level gespielt haben. Und vielleicht geht da ja dann ein bisschen was. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier auf Regional und auf Gesamt. So, was haben wir denn dann hier? Das hier ist alles noch nichts Deutsches. Da haben wir Domtendo. LP Markus hätten wir da. Sonst noch niemanden, den ich kenne. Ne, sonst niemanden, den ich kenne. Wie viele werden denn angezeigt? 50. Ja, wir hätten Domtendo oder Let's Play Markus. Da ich Let's Play Markus tatsächlich schon seit 2010 kenne und schaue, angefangen mit seinem hier Donkey Kong Country 2 von 2010, das ist echt schon eine ganze Weile her, wenn man mal überlegt, verfolge ich immer mal wieder Projekte bei ihm, die ich interessant finde, und deswegen würde ich sagen, wir schauen mal, was er so gebaut hat. Ich habe natürlich seine Videos auch gesehen. Hätten wir hier Super Sonic Maker, LP Markus, Castle of Destiny, Matt's Scrolling Level und Mario's Weird Birthday. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Was ist ein Sternlevel? Ach, das sind die Sachen, die Markus bewertet hat mit dem Stern. Auch Don't Press Anything, das, was wir auch letztes Mal gemacht haben. Und das ist seine Statistik. Ja, das ist seine Statistik. Und er hat jetzt hier auch schon dann Sachen freigeschaltet. Okay, die Medaillen kann ich mir nicht angucken. Aber ja, da sieht man, was er so gemacht hat und macht. Ich würde sagen, wir folgen ihm mal, damit wir Bescheid kriegen, wenn wir, ich weiß nicht, ob wir Mitteilung kriegen oder so, aber damit wir auch seine neuen Level und so mitbekommen. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal seine Level jetzt durch, oder? Fangen wir doch mit Super Sonic Maker an und schauen mal. Ja, wir können ja einfach nur, um es mal, hier unten gibt es diese ID. Das ist diese ID. Wenn ihr Level für mich habt zum Beispiel, müsst ihr mir diese ID hier unten, die müsst ihr mir zukommen lassen. Zum Beispiel über Twitter oder meinetwegen auch als Kommentar in den Mario Maker Videos. Ich sehe das alles, ich bekomme das schon mit. Und dann werde ich eure Level natürlich auch spielen, wenn ihr mir was bastelt. Hier kann man die Kommentare zu einem Level ansehen. Und man wird dann ins Miiverse weitergeleitet. Das dauert dann jetzt wahrscheinlich länger als gedacht. Ich dachte, da geht jetzt einfach nur so eine kleine Spalte auf. Aber ja, was passiert denn jetzt hier? Ja, das will ich doch alles gar nicht. Hallo. Ah. Community zu Super Mario Maker, LP Markus. Super Sonic Maker. 34 Nutzer sagen, yeah. Done did it. Sonic gemalt. Du hast ein Sonic Amiibo, cool. Meat Boy. Ja, stimmt, das hat echt was von Meat Boy. Stimmt schon. Ein Level für dich, Markus. Ja, gibt's dann hier halt die ganzen Kommentare dazu. Aber wir wollen jetzt mal nicht länger rumtrödeln, sondern... Ah, jetzt habe ich es gespeichert. Ich bin so doof. Ich bin schon ein bisschen doof. Ich möchte zurück. Spielen möchte ich's. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier so tun und ausrichten können. Ich habe ein bisschen Angst, weil Markus, der kennt sich natürlich aus in Super Mario. So, wir sind Sonic, sind wir? Okay, wir haben jetzt hier... Das Ding schießt Münzen. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen, aber wir gucken jetzt einfach mal. Uiuiui. Hier mal ein Pilz, der uns wieder zu Sonic machen würde, wenn wir Sonic verloren hätten. Okay, jetzt wollen wir hier drauf, auf die Plattform. Uiuiuiuiui. Oh Gott, Markus, was tust du? Keine Ahnung, ob wir das Ding noch brauchen. Ja, es sieht aber so aus. Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, hier kriegen wir einen neuen Sonic, ja.
ist natürlich wichtig, weil wir müssen, wollen uns ja schon als Sonic durchspielen. Na komm. Na komm. Oh, diese Sprungbretter, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich da abspringen soll. Na komm. Ich habe das noch nie gekonnt mit diesen Sprungbrettern. Ja, da haben wir es doch. So, ich hoffe, dass es läuft. Ach so, wir müssen jetzt... Oh Gott. Okay. Dann haben wir wieder einen Sonic. Ach, okay, verstehe. Das war gar nicht als Treppe gedacht, sondern wir sollen hier mit diesen Dingern fahren. Ja. Wir bleiben bei Sonic. Wie das Ding auch gedacht ist. Und fahren mit... Ja, meinetwegen. So, fahren mit die hier hoch. Und hier, das macht uns alles zu Sonic, oder? Ja. So, hier wollen wir rein. Na, nein, 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 nein. Da wollen wir rein. Und das bringt uns wo, was zu... Wiggler. Das zweite Leben möchte ich auch haben. So. Hier bekommen wir wieder Sonic. Wow, 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 wow. Vorsicht, mein Freund. Vorsicht. Was bekommen wir hier? Eine Ranke nach unten. Die ist natürlich auch praktisch. Weil wir dann... Gotta go fast. Gotta go fast. Ist mir zu schwer. Ist mir zu schwer, schreibt einer. Ich finde es eigentlich ganz okay. Nein, 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 nein. Ich möchte diesen Pilz haben. Kommt er zurück? Da vorne springt er rum. Komm her, Pilz. Mensch. Na gut. Dann müssen wir uns langsam vorkämpfen. Jawohl. So, was haben wir denn jetzt hier? Fallen die runter? Oh ja, die fallen runter. Nein! Na! Oh. Es ist... Wow, Sonic Sounds. Wunderschön. Ja, das ist, ja, ich will es jetzt nicht wieder auf die Steuerung schieben, klar nicht, aber... Es ist halt, wieder dieses Ding. Die Umgewöhnung von... von NES-Steuerung oder meinetwegen auch... Oh, 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 oh. Das wollen wir nicht. Na komm, jetzt können wir, jetzt kennen wir es ja schon, jetzt können wir ja mal ein bisschen Tempo walten lassen, wenn wir das Sprungbrett in den Griff kriegen. Wenn wir das Sprungbrett in den Griff kriegen, das weiß man nie so genau. Ja, so geht das doch. So. So, und hoch mit dir. So, und rein da. Na, rein da. Rein da, sag ich. Meine Güte. Ich versuche mal aufs Kreuz umzuspringen, ob das Kreuz vielleicht leichter zu manövrieren ist, als der Stick. Das probieren wir mal. So. Ding dong. So, runter. Gotta go fast. Ich wette, das war auch kurz vom Ziel, was wir da halt eben erreicht haben. Das kann ich mir halt echt wieder mal gut vorstellen. Weg mit dir. So, du bringst uns einen weiteren Sonic. Was ist mit dir? Du springst dann runter, ne? Ach, wahrscheinlich müssen wir. Ja, ich sehe schon. Müssen wir jetzt echt auf ihn warten? Ich glaube, da ist was kaputt gegangen. Ich glaube, da ist tatsächlich was kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob das Ding da so weit wegfliegen soll. Ah, okay. So geht's natürlich auch. Jetzt habe ich das Prinzip verstanden. Ja, komm hoch mit dir und flieg weg.
Mann! Hau ab! Weg mit dir! Schwindel! So, jetzt haben wir natürlich ohne Power-Up. Ich hoffe, hier kommt jetzt nichts. Ah, da ist. Da haben wir doch wieder unseren Sonic. Das Level ist ganz schön lang. Also, Markus, da hast du dir echt was einfallen lassen. Boah, was ist denn das? Sind wir besoffen? Was ist das für ein Effekt? Das ist echt schon alles ein bisschen S. Star. Das klingt schon echt ganz schön besoffen. Ja, keine Ahnung. Wie kommen wir denn da durch? Mit der Clownskutsche. Oh, jetzt müssen wir es nochmal komplett machen, oder? Ja, klar müssen wir es nochmal komplett machen. Natürlich müssen wir es nochmal komplett machen. Aber wir schaffen das. Freunde der Sonne, wir schaffen das. So, macht euer Feuerding. Nein. A drücken. Ich krieg das Timing der Boxen niemals hin, ey. Ist echt furchtbar. Noch. War ja wieder klar. So, bring mich nach. Was? Boah. Ist aber auch. Also, es ist gar nicht so leicht, tatsächlich. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Also, Backseat Gaming ist natürlich wieder mal ganz leicht. Das habe ich mir halt auch gedacht bei den ganzen Mario Maker Videos, die man halt im Vorfeld schon sehen konnte. Ich habe mir auch gedacht, ja, so schwer ist das doch alles gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die sich anstellen. Aber das ist Backseat Gaming ist echt wieder mal super leicht. Und wenn man es dann selber spielt, ist es wieder was ganz anderes. Weil man kennt die Level halt gar nicht und das war nicht gut. So, hau ab. Weg mit dir. Das reicht. So, hätten wir das auch. So, und jetzt kommt gleich wieder die Frage, wie kommt man da durch? Ich weiß nicht, ob man den Stern komplett, ob man das dann schafft. Dass ich einfach nur falsch gedacht habe eben. Oder ob man mit der Clownskutsche halt doch da durchfliegen kann irgendwo. Wir probieren es mal so. Da ist das Ziel. We did it. Also Markus, Respekt. Respekt an das Level. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Wo ist denn eigentlich mein Stift? Da ist mein Stift. Lieber Markus, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, beenden. Und jetzt müsste ich doch hier... Genau, die Mario-Fahne haben... Und ja. So, Castle of Destiny. Let's watch this. Was? 7% Abschlussrate und hier haben wir 0,7%. Das ist Mad Scrolling Level. Das hat noch weniger. Ne, es hat 1% circa. Und Mario's Weird Birthday hat 0,7. Oh Gott. Markus, was machst du? Markus, was baust du nur für schwere Level? Okay, wir versuchen es mit Castle of Destiny. Bruh, all these people here are 5 years old. Isn't impossible, just spin jump. Wie geht denn? Da ist der Spin Jump. Scheiß Level. How do you beat this? Markus, wie willst du das spielen? Okay. Okay, Prinzip verstanden auf jeden Fall. Aber man sieht auch die ganzen X'e, die da aufploppen. Das sind Todesstellen, wo schon Leute draufgegangen sind.
Bombenschwer, aber geil. Not impossible. Put sandwich right here. Hi, I'm Mr. Mixix. Was ist daran schwer? Okay. Schauen wir mal. He's trying to distract us with this song. Jump. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal hier. Oh. Ich sehe es noch vor mir. Dieses Feuerding. Mensch. Poing, 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 poing. Gimme Mr. Mushroom. Trying to distract us with a song. Jump. Sounds like the music my grandpa listens to. So, diesmal behalten wir es heiß. Diesmal behalten wir das Ding. So, hier können wir doch hoch. Prima. Was, was, was? Hate ist kein Scrolling-Level. Okay. Oh Mann! Ich spring natürlich. Oh, das war echt gut. Ja, das ist die New Super Mario Bros. U Engine. Ist mir jetzt nicht so ganz geläufig. Deswegen komme ich ja mit dem Spin-Jump immer durcheinander. Aber soweit ich weiß, ist das bei Super Mario World ja auch so, dass es mit der Schultertaste geht. Und das ist halt ein bisschen arg nervig eigentlich. So. Das war natürlich mal wieder Grand Supreme. Das war super. Jetzt ohne Power-Up. Was war denn das? Oh, ich komme mit der... Ich will es nicht auf die Steuerung schieben. Ich bin schon selber blöd, ich weiß. Ich bin schon selber blöd. Aber man muss sich tatsächlich auch ein bisschen umgewöhnen. Gut, bei der Engine natürlich jetzt weniger, weil man spielt es ja genauso wie im passenden Spiel dazu. Natürlich lasse ich mich hier wieder treffen wie ein ganz großer. So. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wir bekommen das noch hin, Freunde. Wir bekommen das hin. Wir bekommen das alles hin. So. Wir bekommen das schon hin. Oh, das sind natürlich brennende Cheap Cheeps. Ah, Mann. Wie soll man denn... Wie soll man ohne Hilfe dir an Bowser vorbeikommen? Das ist echt krass. So. Schieß mal hier, mach mal dein Ding hier und jetzt hau ab. Also, ja. Yeah. Again. Die Kommentare überall, das sind auch, das ist halt echt krass, Mann. Not impossible. Ja, und manche Leute schreiben, was soll daran schwer sein? Naja. Der Unterschied ist, dass man es nicht kennt. Wenn man es dann einmal geschafft hat und gesehen... Oh, immer, ich mache auch immer den gleichen Fehler, ne? So, Pflanze, mach dein Ding. Schieß und jetzt hau ab. So. An ihm vorbei und... Oh, danke, ein Pilz. Oh, ich hatte schon echt Angst gerade. So, rein da. Und was erwartet uns jetzt hier? Ich habe ein bisschen Angst. Wo sind die Bomben? Oh nein. Nicht Walljumpen. Ich weiß doch nicht, wie die gehen. Habe ich hier eine Möglichkeit, den zu üben? Ich würde gerne den Walljump üben. Weil ich nicht genau weiß, wie er geht. Ich würde ihn gerne einfach irgendwo üben können. Mensch. So, hier kann ich noch üben. Okay, man springt also einfach dagegen und springt wieder ab, okay.
Und ja, super gute Idee von mir. Aber ich weiß jetzt, wie der Walljump geht. Das heißt, wir können hier vielleicht mal ein bisschen was reißen. Ich hätte mir das halt echt anders vorgestellt. Ich hätte gedacht, wir packen in dem Part mal hier so dem Markus seine 4 Level und so weiter. Aber ja, wir schaffen halt einfach nur 2 Level diesen Part. Wenn wir das hier überhaupt noch schaffen. Ist ja, steht ja auch noch in den Sternen so halb. Aber ihr kennt mich, ich bin so ein Challenge-Typ. Ich möchte das jetzt schaffen. Anders gebe ich mich nicht zufrieden. Oh Mann! Es ist schon beachtlich, was man hier so alles schaffen bzw. nicht schaffen kann. Das ist schon sehr beachtlich. So, gib mir den Pilz. So, da hoch. Ja, wenn man es dann kennt, ist es einfach. Das ist echt krass. So. Pilz. So, ich hoffe, ich krieg das jetzt hin, ne? So, wo sind die Bomben? Wow. Da kommt natürlich Feuer raus. Okay, ich habe Angst. Ich habe Angst. Spike Top, komm mal hierher. Komm mal hier vorbei. So, jetzt geh du und fahrt immer wieder rein. Jetzt springen wir hier drüber. So, können wir den killen? Ja, können wir. So, in die Clownskutsche. Okay, jetzt sind hier Bomben, die hier alles kaputt machen. Das ist okay. Natürlich kommt da auch wieder ein Buhkreis. So, jetzt hier durch. Oh wow. So viel Zeug. So, in den Buhkreis rein. Oh je, oh je, oh je. Freaking Fireballs. So, raus aus dem Buchkreis. Oh, geschafft. So, was kommt jetzt noch? Was hat sich Markus jetzt schon wieder ausgedacht? Oh Gott. Dieses Level ist halt auch gar nicht lang, ne? Es ist überhaupt nicht lang. So, lass mich raten, wir müssen uns jetzt beeilen. Oh, meine Güte. Schneller! Nein! Ich weiß nicht, wo ich da unten hin muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich da unten hin muss. Und wahrscheinlich versperrt mir Bowser jetzt auch den Weg da. Okay, da ist eine Tür. Ich will auf jeden Fall zu der Tür. Ich hoffe, das ist irgendwie möglich. So, Bowser. Natürlich. Oh, ne. Ernsthaft? Okay, nochmal. Na gut. Freunde der Nacht, Freunde der Sonne, Freunde des Lebens. Es ist zum Kotzen. Dieses Level ist halt auch super lang. Markus, Mensch. Mensch, Markus. Mensch, 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 was machst du nur? So, ich weiß noch, wie das... Na, no. Okay, ich glaube, die Luft ist raus. Aber irgendwie will ich das ja doch noch schaffen. Ich will das noch... Irgendwie will ich es noch hinkriegen. Nicht abgesprungen. Ich bin so unfassbar gut gerade. Und ja, die Ablenkung durch die Musik hat funktioniert, will ich mal behaupten. Ah, jei. Aber das ist ein guter Hinweis da mit dem Jump. Echt gut. Ist echt gut von manchen Leuten, was sie hier für Tipps hinschreiben.
Düling. So. Das war jetzt hier. Meinetwegen. So, Spike Top. Oh, da ist. Na, nett im Ernst. Nett im Ernst. Nett im Ernst, Freunde. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Oh je, das wird wieder ein langer Part. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so geplant hatte. Ja, schnell ist hier nicht. Wir müssen hier weiter bedächtig vorgehen. So, weiter bedächtig. Ich würde sagen, wir machen jetzt den letzten Versuch. Ansonsten, keine Ahnung. Wir können das gerne in einem Stream nochmal probieren. Wollt ihr Mario Maker vielleicht immer ein bisschen streamen? Da können wir uns nochmal an dem Level austoben und ein bisschen verzweifeln. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Machen wir jetzt hier den letzten Versuch und wenn wir es nicht schaffen, schieben wir das weiter auf den Stream. Lass mich vorbei. Oh. Ja, wir haben auch ein bisschen Walljumps geübt. Das habe ich ja vorher noch nie gemacht. Das gibt's doch nicht. Na gut. Liebe Freunde, lieber Markus vor allem, Respekt. Was heißt Respekt? Naja, ich habe es ja noch nicht geschafft. Gut. Level beenden. Beziehungsweise Kommentare. Zeig mir mal die Kommentare. Okay, erstmal Level beenden und dann möchte ich die Gesamtkommentare dazu noch sehen und dann belassen wir es dabei. Für heute zumindest. Was? 189 Kommentare. Aber jetzt verstehe ich auch die Abschlussrate. Mensch, Leute. Mensch. So, zeig mal her. Castle of Destiny. Hello, Mr. Meeseeks. I'm Mr. Meeseeks. Look at me. Ja, hallo, Mr. Meeseeks. Putus. Sounds like the music my grandpa listens to. I feel honored. Oh, man. All these people here are 5 years old. Dieser Kommentar enthält Spoiler. Zeig mal. Du bist krank in der Birne, Markus. Nö, das nicht. Aber das ist schon schwer, ja. Sehr guter Level. Ich wette, da unten... Ja, da unten ist das Ende. Okay, da ist die Tür, die wir gesehen haben. Und da unten drunter wäre das Level zu Ende gewesen. Ah, furchtbar. Not that fair. Okay, that was pretty difficult, but really awesome. Geschafft, LPM. Du geriest es doppelt zurück von mir, nur dass du es weißt. Guter Level. Markus, wie willst du das spielen? This level is way too hard. Wo sind die Bomben? Beautiful. Ich kenne dich aus YouTube. Spoiler, zeig mal her. Scheiß Level. Ach ja, eigentlich würde ich es ja echt gern noch schaffen, ne? Vor allem, wir haben das Ende ja schon gehabt. Wisst ihr was? Thank you.
nervt wie die Hölle. Es nervt einfach wie die Dreckshölle. Oh Mann, ey. Was macht er denn schon wieder? Meine Güte. Das gibt's doch einfach nicht, was er hier teilweise für einen... So, ich möchte es gerne nochmal schaffen. Fände ich voll super. Das ist jetzt die Übung, die ich brauche im Walljumpen. Hab ich das Gefühl. Meinetwegen. Ist ja eigentlich, sind die gleichen Voraussetzungen wie sonst auch immer hier. So, mal wieder. Mal wieder. So, macht euer Feuerding. So, und jetzt müssten wir doch hier eigentlich genau. Rein in den Bugkreis. Und raus aus dem Bugkreis. So. So, und jetzt beeil dich, Mario. Na. Did it. Finally. Oh, meine Güte. Oh, Markus. Du machst mich fertig, Markus. Mensch. Did it. Finally. Auch hierfür bekommst du einen Stern, mein Freund. Das kommentieren wir. Hab ja nur gefühlte. Gib mir Zahlen. Versuche gebraucht. Großschreiben. Siehe. YouTube Mossy LP. Achso, ihr seht gar nicht, was ich mache. Okay, dann gut, dass ich es euch vorlese. Siehe YouTube Mossy LP Part 2. Okay. Absenden. Absenden. Wurde erfolgreich gesendet. Okay. Stern hat er auch bekommen. Beenden. So, und jetzt bekommen wir hier auch unseren zweiten. Ja. So, wir haben 2 Level von Markus geschafft, von 4. Nächsten Part machen wir vielleicht weiter. Mal gucken. Ja, dann gehen wir doch mal zurück. Geht das da? Hauptmenü. Und ich würde sagen, das war's für heute. Hat ja auch nicht nur lang genug gedauert. Schauen. Oh, 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 oh. So, so müssten wir sicher sein. Oh, hier drauf sind wir auf jeden Fall sicher. Ja, das war's von heute. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Kommentärchen. Eure Level spiele ich auch gerne. Lasst mir irgendwo einen Levelcode zukommen, dann machen wir das auf jeden Fall.
Und ja, nach Plan sehen wir uns dann morgen. Auf Wiedersehen. Ciao.